Bam, 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 bada, bada. Gute Musik. Guten Tag und willkommen zurück zu Kingdom of Loot. Wir haben es doch aus dem Wald geschafft. In der letzten Folge waren wir etwas verzweifelt. Oh Mann, ey. Es war nicht leicht, aber unser verzweifeltes Hin- und Hergerenne und Weggeloote hat uns massig viel Geld gebracht. Also mit Verkaufen der Items. Ich glaube, jeder von uns hat bestimmt 3000 Gold oder so gemacht in der Zeit. Ja, ich hab so viel gemacht, dass ich mir wieder Pfeile kaufen konnte, nur den ganzen Drum und Dran. Und ich habe jetzt auch diesen Phaser. Genau, diesen Phaser, ja, zum Abbauen. Das ist der ULD-1000 Universal Laser Drill, was in so einer Fantasy-Welt halt vorkommt. Genau, mit und diesem Gathering-Prospecting-Teil zusammen. Ja, das heißt, man kann damit jetzt Gems machen oder wie ist das? Genau, wir gehen jetzt nochmal in so einen Wald rein und an dieser Stelle, wo diese würfelartigen Felsformationen grauen waren. Steine da, okay. Gehen wir da mal hier rein. In dem ganz linken Wald. Ja, bin ich. Und jetzt, guck mal, siehst du oben auch eine Minimap, oder? Ja, aber die war doch, die letzte Folge war die nicht da. Genau, die war irgendwie ausgeblendet, weil man uns... Und jetzt hier oben links in den Ecken jeweils... Kümmern uns die Feinde? Okay, anscheinend kümmern sie uns. Da sind Bienen, das sind es nicht. Bin wieder dabei, mein Inventar vollzustopfen. Klar, warum denn auch nicht? Ist das hier? Nein, ist nicht. Wir müssen noch eins höher, glaube ich. Okay, weiter hoch, weiter hoch. Hallo, herzlich willkommen beim Igelschlachten. Wow. Hier ist wieder so ein, das ist ein Mützchen für dich da, da rechts. Ja, aber wer will schon Mützen? Hier nicht. Mal weiter, wir müssen irgendwo in eine stille Ecke. Die stille Ecke? Ist das, genau. Ist das wie damals in der Schule? Du musst jetzt mit dem... Ah, safe. Ah, ja, genau. Auch falsch, noch eins höher wahrscheinlich. Du musst jetzt mit dem Rücken zur Wand, oder wie ist das? Oh, jetzt schon jemand abgegrast. Ja, jetzt kannst du mal den letzten Felsen kannst du mal wegtackern. Wie macht man einfach das? Angehen, klicken, einfach klicken. Mache ich aber sie. Ah, dann ist er wahrscheinlich schon. Shitte. Lass uns mal rechts rüber gehen. Da hat jemand schon abgebaut. Das war auch wieder so eine fiese Möb. Guten Tag. Hallo. Sie bespucken mich. Ich mach sie tot. Danke. Oben rechts. Ja, okay. Lass uns oben treffen. Das bist du. Genau. Ich gucke mal. Oh. Ich bin rüber, ne? Über diesen, über die Brücke. Ich komm gleich. Ich muss die Gegners hier noch wegmachen. Gegners, ja. Ich bin auch drüber. Boah, sind hier viele. Ja, einfach durchlaufen. Hier sind auch extrem viele Bienen. Ja. So, ich komm mal durch. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ne, hier sind keine. Shit. Och, Mann. Warst du also in der Ecke? Du, ne? Warst du? Ich bin mit Selbstpunkt. Ja, ich war. Ah, okay. Du brauchst nicht lang. Boah, guck mal, die Leute haben hier ganz viele Sachen vergessen. Ja, aber das ist ja... Guck hier, die sammle ich alle ein. Ah, hier ist jemand. Und kämpft gerade. Nee, hier ist nix. Wollen wir mal in den anderen Wald? Ja, ihr hört auf mich zu schlagen. Oh, ist hier was los. Rechts ist vielleicht noch was. Geh mal rechts gucken. Mhm. Hast du da was? Hier ist so ein Ding. Sehr geil. So, jetzt abphasern. Okay. Ich hab so ein grünes Bubble. Irgendwann, irgendwann fällt so ein grüner Bubble raus. Habe ich. Gathering Skill. Hier noch mehr grüne Bubbles. Noch mehr. Genau. Noch mehr. Und das ist also diese Gems, die man dann einsetzen kann. Genau, die ziehst du aber einfach bei Drag and Drop auf. Von der Eigenschaft? Komischer, also ich weiß nicht, ob es in verschiedenen Waldabschnitten, wir können uns das immer gerade angucken, verschiedene Bubbles gibt. Also ich habe einen, der macht Weapon Damage 1, Armor Defense 4. Mhm, genau. Und irgendwelche, okay, also haben die jetzt keine unterschiedlichen Eigenschaften, sondern machen einfach generell mehr auf eben den Wert, auf die Werte. Interessant. Ich habe jetzt auch nur zum Beispiel mein Gürtel hat jetzt, Defense 1, wieso habe ich einen Defense 1 Gürtel an? Und Defense 1 Schuhe? Nur,
Was machst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie nicht so Defense. Ich dachte, ich hab es irgendwie ausgetauscht mit der Zeit. Ich packe jetzt mal so ein Gem auf, keine Ahnung, auf meine Handschuhe. Ich hab nicht wirklich gutes Zeug. Ich hab muss man das ausziehen. Sockel. Doch hier, ich hab noch so einen Ring. Okay. Und dann auf die Handschuhe, wo sind sie? Da. Und dann ist es da drauf und dann hat das Ding auf einmal Defense 6. Ah, mit also Emerald. Ich habe jetzt auf dem Ring ein bisschen mehr drauf. Ja. Ansonsten haben meine ganzen Sachen eigentlich nicht wirklich. Weißt du, was wir mal probieren können? Guck mal auf die Map. Rechts von uns ist der Ausgang. Lass uns mal probieren, hier rauszugehen nach rechts und dann wieder reinzugehen. Oh nee, das schaffen wir wieder nicht. Kennst du das noch? Wir kommen wieder nicht zurück, du weißt das. Noch eins tiefer kommen wir dann rüber. Wow. So, jetzt her mal raus und dann gehen wir nochmal rein. Und dann? Ob das dann zurückgesetzt ist, diese Steine. Ich bin raus, du bist auch raus, wir gehen zusammen wieder rein. Aber das ist ja eigentlich für jedermann verfügbar. Ich würde jetzt einfach mal guck mal, die Pflanzen, lass uns mal probieren. Wir rasen mal nach unten durch. Hier, die Pflanze habe ich gerade getötet und die ist noch... Nee, da kommen wir nicht lang. Hier kommen wir lang. Geschicklichkeit. Ey! Wird angespuckt. Bitteschön. So, oh, ein Dolch. Mach ich gerne. Ah, ich hab was im Hals. Hilfe, ich sterbe. Nein, ich sterbe. Und wie gesagt, nicht touchen hier auf der Brücke. So, jetzt nach oben wieder durch. Guten Tag. Und schade. Nee, es geht nicht. Ich dachte, es wird vielleicht irgendwie resettet. So bist du in einem anderen Wald. Aber sie kommen jetzt relativ schnell zurück hier. Ja, ist das für die anderen ja aber auch weg. Das ist ja dann immer so ein bisschen Glückssache, ne? Ja, normalerweise, also als wir gespielt haben, war es überhaupt gar kein Problem, irgendwie diese Dinger abzubauen. Eher, dass jemand das noch nicht sich geholt hatte oder so, dieses Werkzeug. Aber spielen auch gerade viele. Also ja gut, das Spiel ist jetzt vielleicht, ne? Ich habe mir heute vor der Aufnahme, heute früh war das, habe ich mal geguckt. Und da war ich so mitunter die Einzige, die da am Boden rumkröpelte. Ja, also, irgendwann kam mal einer dazu. Ich bin nach links übrigens gegangen. Siehst du mich auf der Map? Ja. Würde mal hier in den Norden reingehen. Ja, hier, guck mal. Sehr schön. Oh, ich habe einen blauen Umhang gekriegt. Ah, hier. Aber ich muss jetzt auch mal darauf achten, dass ich Sachen anziehe, auf die ich Sockel packen kann, ne? Die überhaupt drauf packen kann, weil ich habe jetzt wirklich so gut wie alles angezogen, was keinen Sockel hat. Ja, es geht mir genauso. Ja, das war jetzt keine gute Ausbeute hier. Nicht sehr ergiebig, ne? Nee. Gut, dann gucken wir mal in die Ecken. War ich nicht? Weiß ich gar nicht. Okay. Puh. Ja, hast du gesehen, ne? Also was nehme ich? Das nehme ich mit. Nee, nehme ich nicht mit. Ach Mann. Nehme das nicht mit. Das besser ist. Doch alles mies. Okay, lass uns nur die Ecken. Lass uns mal durchrushen. Ey, lass mich mal durch, du. Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer hier. Hier ist ein Bogen für dich gedroppt. Aber das ist Level 1. Was Schönes? Nee. Denn das ist. Ja. Aber hat 3 Sockel, hast du gesehen? Mann, ey. Ja, ist halt die Frage, ob diese. Also ich habe halt das Gefühl. Hat auch, glaube ich. Die Sockelwaffen sind wahrscheinlich insgesamt sowieso schwächer. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und dann fragt man sich natürlich, ob es Sinn macht, denn diese tollen Emerald-Dinger da überhaupt noch reinzupacken, wenn es sich im Endeffekt mit den Dingern ja halt also nur lohnt. Für die normalen Sachen. Hier ist wieder zum Abbauen. Alles klar. I'm on it. Leertasten gespamme. Hier ist mal einer. Ja, einen habe ich auch bekommen. Noch einer? Los, Vinyas. Hol die ganzen Dinger da raus.
Ich weiß auch nicht, ob das Skillen, also der sagt ja immer, dass dieser Cetrospective Skill gestiegen ist. Ob das nicht eventuell dann... Mal. Ja, Level 3. Ja, Level von 3. Was? Lucky, vielleicht steigert das auch Luck. Aber also hier habe ich noch einen Slot frei. Den ziehe ich jetzt mal aus und... Also ich habe jetzt hier wirklich nur Blödsinn. Wenn ja, ich so jetzt, guck mal, ich habe diesen einen blauen Bogen, ne, wo ich dir gesagt habe, der hat 3 Sockel. Das heißt, er könnte auf Damage 6 hochgehen. Ja, damit, ich habe aber immer noch 10 bis 14, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Instanz. Wir haben jetzt 4 Instanz. Folgen, ne? Lass uns hier links raus, hier ist direkt der Ausgang unten links. Oh. Wir gehen nochmal in die Instanz und gucken, was wir da an Schaden ausrichten können. Oh, warte mal, ich habe einen besseren Umhang. Sogar mit Sockel. Ach so, gut. Item, ach so, darf ich nicht anlegen. Jetzt macht das Ding Defense plus 6, der Umhang. Der Umhang macht Defense plus 6. Das ist doch schon mal was. Das ist gut. Ja, ne? Finde ich auch. Man hätte jetzt auch mal beim Händler gucken können. Lass uns, bevor wir in die Instanz gehen, noch mal kurz beim Händler vorbeischauen. Vielleicht hat er ja Waffen, die irgendwie mit Sockel sind und besser. Weil ich weiß, beim Ritter war es so, der hatte ein Schwert, was 3 Sockel hatte. Und das hat immens viel Schaden gebracht. Ich hab was noch gefunden. Neue Cotton Tunic. Die ist genauso von der Defense her. Hat aber 2 Sockel. Da gebe ich jetzt auch mal 2 drauf. So, jetzt hat das Ding schon Defense plus 12. Ja, ist doch super. Alles klar. Gut. Dann Süden links. Oh, guck mal, ich habe eine andere Farbe. Guck mal, das verändert sich doch. Ich bin jetzt blau. Das ist super. Das ist ja super. Ich wäre blau. So, dann lass uns nochmal kurz in die Stadt gehen und gucken, ob der eventuell Waffen hat. Ich bin mir halt langsam unsicher. Also meiner hatte nur so einen blöden Bogen, aber ich ist ganz gut, dass wir hier sind, weil ich nehme ja echt jeden Scheiß mit. Also ich könnte schon wieder verkaufen. So, heilen, machen wir kurz. Ach, heilen ist gut. Ja. Oh, ist ganz schön was los in der Stadt hier. Party on. Ja, ich sag ja, es ist richtig viel los. Ah, guck mal hier. Hier gibt es zum Beispiel einen Dolch, der hat Schaden 2 bis 3. Ah, Level 10 ist der heiße Scheiß dann. Ich glaube, das warte ich jetzt nochmal ab. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das Geld ausgeben mag. Weil 2 bis 3, was soll denn die... Was haben die Emeralds? Was habe ich gesagt? Die Emeralds machen Weapon plus 1. Also kann ich gar nicht höher kommen. Meine Waffen haben 4 bis 6, beziehungsweise 4 bis 5. Wenn ich jetzt hier ein Dolch kaufe, 2 bis 3... Dann hat er 4 bis 5 Schaden. Nee, es lohnt sich nicht wirklich. Aber ich habe mehr auf Defense bekommen gerade. Guck mal, guck dir mal mein den Bogen. Anzug. Mein Anzug war vorher. Achso, nee, er gibt Defense plus 4. Nee, schau dir mal den Bogen an. Mach ich gleich. Hat der 9, weil vorhin hatte der nur Mist. Das ist alles nichts für mich. Keine Klasse da weg. Oh Mann, ey. Ich um mein Inventar hier. Der Bogen ist auch blöd. Gute Ringe hätte ich gerne, aber die kann man alles noch nicht anziehen. Hier gibt es zum Beispiel eine Rüstung, die hat plus 5 und 2 Sockels frei. Auf Sockelze. Armor plus 4 Defense. Weißt du was, ich kaufe mir diese Brust. Gold. Ich kaufe mir diese Brust. Ich habe kein Gold. Ich kann mir nicht den Bogen kaufen. Minjas kann mir nicht den Bogen kaufen. Soll ich den kaufen? Ich kaufe den Bogen. Rosa, da. Der hat 5 bis 7. Und 4 Sockel. Ja. Dann hast du noch 4-mal Schaden drauf, dann hast du 9 bis 11. Warte mal, das macht gar keinen Sinn. Nee, denke ich auch nicht. 11. Ich habe 10 bis 14. Das macht keinen Sinn. Warte, ich werde jetzt mal auf die... Der würde auch 333 Gold geben, ne? Schon gar nicht schlecht. Was, dein Bogen? Ja, den ich jetzt habe, der ist zwar nur weiß, aber der würde 300 Gold geben. Den blauen habe ich jetzt übrigens verkauft, der hat Moment. Nur 60 gegeben. Die Rüstung bringt nicht, weil man doch 4, Moment, die machen Defense plus 4, sind 8, sind 13 und meine Rüstung, die ich anhabe, hat plus 13. Macht gar keinen Sinn.
Bei mir war das jetzt so, ich hab so ein Cotton-Ding gefunden, was Defense 4 hatte. 4, was ich die ganze Zeit bekommen habe und hatte 2 Sockel noch. Deswegen habe ich jetzt auch gute 12 Defense, glaube ich. Ich werde jetzt mal in eines Messer sockeln. Ja. Also das hat jetzt 6 bis 8. Ja. 4 bis 5. Ich habe sogar noch Schuhe. Ich könnte was auf die Schuhe packen. Also wenn mein Messer kaputt ist, haue ich mir das andere Messer drauf. Den Rest verkaufe ich. Durability geht gar nicht so runter, wie du glaubst. Also ich habe jetzt schon gemerkt, die ganze Zeit mit diesem einen Bogen geschossen ist nicht ein bisschen runtergegangen. War alles gut. Ich glaube, packe ich was in die Schuhe? Na komm. So, hat man immer so ein Wertedings, wo ich sehe, wie viel ich hab? Wie viel Defense ich hab? Oh, 31, hier, bei dem Skill. Ja, sieht man, genau. Ich hab 25. Ich hab 31. Na gut, dann lass uns mal in die Instanz gehen. Wir gucken mal, was wir da ausrichten können. Wir gucken mal, was wir da reißen können, genau. Also besser kriege ich es nicht hin. Ich bin hier, komm. Wieso bist du schneller? Weil ich Schurke bin und auf Geschwindigkeit geskillt habe. Unfassbar. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit normal was reißen können. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Ich hoffe, dass der irgendwie anzeigt, dass die Waffe irgendwann kaputt ist. Erstmal die Kisten kaputt machen. Ja, ich bleib auch bei dir. Wir bleiben zusammen. Komm, wir probieren uns an dem. Ja. Ja, doch, guck mal. Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, na, du machst da Schaden. Das geht. Ja. Oh, 2 ist zu viel. Können wir einen pullen? Nö, guck mal, das mache ich. Guck dir das an. Wieso machst du so krass Schaden? Ich will auch krass Schaden. Das ist nice, ne? Hier ist ein Schalter. Umgelegt. Ich will die Kisten, du musst die Kisten machen, weil sonst sind meine Pfeile, das ist viel zu schade dafür. Kriegt die auch mit den Pfeilen nicht wirklich down. Hier sind noch 2. Oh, warte, ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist echt ein Vorteil hier von der Klasse. So, der ist kaputt. Da ist ein Schwert für dich. 3 bis 4 ist gar nicht. Boah. Nimm's mit. Ja, klar. Warte mal, wir müssen noch einen Schalter umlegen. Achso, wie funktioniert denn das hier so in so einem Dungeon? Ich war bis jetzt nur in diesem und da war es so, dass es 2 Schalter gibt und dann uns den Weg nach unten aufmacht. Machst du überhaupt Schaden? Fast. Okay, ich wollte es nur mal gewusst haben. Nee, nicht wirklich. Ich hätte mir mehr Pfeile einpacken sollen hier für den Scheiß. Wie viel hast du denn? 600 oder so hatte ich jetzt. Aber das geht wirklich weg wie warme Semmeln, ne? Na klar, wenn auch noch. Hier ist noch ein Schalter. Den kannst du anklicken, dann geht er nach rechts. Guck mal hier, umgelegt. Guck mal hier. Meine ich, komm mal. Mach ich kurz den Schalter, also jetzt. Außer da was ab. Gibt's hier tolle Gems oder so? Könnte sein, ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Gibt's jetzt blaue oder so? Weil das hieß ja die grünen Emerald, ne? Also vielleicht gibt's da noch. Hallo, kommt hier mal was? Oder es geht in den geheimen Weg rein. Sag mal, das ist doch Verarsche. Wir haben uns verarscht. Okay. Aber dann sollten wir nochmal die anderen Wände vielleicht absuchen. Hattest du jetzt diesen Hebel gemacht? Ja, habe ich. Wenn er rechts ist, ist er ausgelöst. Ist das jetzt eigentlich auch so ein Dungeon, den nur wir beide erleben? Oder kommen wir auch wieder? Nein. Das mag ich. Das finde ich schön. Eine Instanz sozusagen. Nicht dieses ewige Rumgemache da auf den Waldkarten. Das ist schön. So. Wir beide. Und hier geht's in. Nein, nein. Bist du rein? Nein, bist du nicht. Ich wollte eigentlich auch nur schießen. Den interessiert das gar nicht, weil du so hart Schaden machst. Naja, da ist der Schalter umgelegt. Irgendwann wirst du hier schon südlich Schaden geht's noch. Ja. Irgendwann wirst auch du Schaden machen. Guck, ich mach kaum Schaden. Ich kratze die kaum an. Ja, ich probiere ja mein Bestes. Kann doch nicht sein. Los, sterb! Ach, wäre so schön gewesen, hätte dieser Bogen noch ein paar Plätze. Boss? Ne? Oh, was ist er denn? Oh, geht bloß zurück. Ich mach noch Schaden an ihm. Oh, ich muss mal was trinken. Ja, warum denn zu mir? Zieh dich zurück. Geh doch zu Minias, Mann. Ich mach keinen Schaden, deswegen interessiert ihn das nicht. Ja, aber du hältst mehr aus. Au! G-
Geh auf Abstand und hau dir die Tränke rein. Mach ich. Komm, ich stell mich im Weg. Nein, au! Ah, warte, ich gehe dazwischen. Ich glaube, der ist jetzt einfach aggro auf mich, weil ich den schon angepult habe hier. Boom, Crusher! Na gut, ich versuche ein bisschen abzu. Au! Oh. Oh, das gab aber Erfahrung für den, das, ne? Das müsste ein bisschen was gegeben haben, ja. Leute, droppt mal einen neuen Bogen, bitte. So, guten Tag. Oh. Level 7. Kratze ich den überhaupt an hier gerade? Ja, und der andere war eben Level 8. Hä? Dem tue ich hier aber nichts. Ach doch. Doch. Meine Anzeige war nur verkehrt. Aber jetzt müssten wir doch leveln wie die Weltmeister hier. Ich gucke jetzt mal, ob mein Dolch kaputt ist. Ich gucke mal. Guck mal, ich mache doch keinen Schaden hier. Das ist doch... Aua. Aua, nicht hauen. Es tut doch weh. Oh Mann. Ah, schön. So, warte mal. Jetzt gucke ich mal kurz nach den Waffen. Das kann ja nicht sein. Ja, da steht 22. Weißt du was? Ich tausche jetzt mal aus. Mach das. Zack. Den rein. Guck mal, Level 5, den kriegst du da. Warte. Komm, ich hab ihn dir angesoftet. Okay. Oh, doch, ich mach Schaden. Jetzt mach ich Schaden. Guck, das liegt anscheinend in der Haltbarkeit. Also, vermute ich mal. Was hast du denn gehabt auf deinem... Ja, 22 von nur noch, weißt du, also nur noch wenig. Ah. Warte mal, jetzt guck ich mir den anderen Dolch an. 133. Wie viel hat denn der? 94? 88? Ne, okay, nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Wie viel Schaden machst du? Sieht man das in der Übersicht? Ich hab 10 bis 15. Nein, von deiner Waffe jetzt. Wie Physical viel? Damage, 22 bis 32. Was? Dann müsstest du ja abgehen wie Schmitz Katze. Pass mal, hier. Lass mal kurz mal. Hör mal auf zu schießen. Nee, das dauert zu lange. Aber hier, das ist wieder was für dich, oder? Ach nee, nein, ein Archer ist was für dich. Ja. Entschuldige. Ja, schön die Kiste mitnehmen. Gibt's hier noch irgendwo, warte mal, gibt's hier noch irgendwie eine Wand, die mal... Hier oben sind noch Gegner. Oh Gott. Da sind Kisten. Komm mal. Ja, machen wir die zuerst. Ich mach die Gegner, du... machst die Kisten. Aua! Oh Gott, da ist so ein Bogenschütze. Ich komme. Ah, wir müssen diesen Bogenschützen ausschalten. Ja, machen wir die zuerst. Nein, was machst du? Lauf, Mädel. Pass auf deine Gesundheit aus. Oh, ja. Der Arsch, ne? Lass uns die mal einzeln rauspullen. Komm, lass uns mal einen runterziehen. Ja. Lass den Bogenschützen kommen. Ich finde die Musik gerade sehr leise. Ist bei dir auch so? Ist leise. Das erste Mal, dass es leise ist. Ich mach da keinen Schaden an dem. Ist okay. Ah, doch, jetzt. Wie hast du den jetzt gelegt hier? Nee, ich glaube, dass die Anzeige manchmal nicht stimmt. Ich glaube auch. Okay, jetzt den Archer. Oh, na. Natürlich. Guck mal, ich stoße ihn ab und zu mal zurück. Leertastenhype. Wuhu. Aber nichts Schönes gekriegt hier. Uah. Ineas, rette meinen kleinen Archer mit Popo. Au. Na, du machst so hart Schaden. Oh, Schuhe. Oh, guck mal, hier ist ein Dicker. Okay. Level 7, geht noch. Krieg ich nieder. Das ist ja auch wieder so ein Bone Crusher hier. Au, oh Mann. Du arbeitest dich mit diesen. Ich stell mir das gerade so. Stell dir mal vor, jetzt in Realität, ja. Ich mit so einem super scharfen Bogen, toll gespannt und du rennst da mit deinen stumpfen Messerchen ins. Ja, so, hallo, ich. Entschuldigung, hat das wehgetan? den Bogenschutz müssen wir unbedingt. Ja, ich bin dabei. Aber sie wird immer gleich zwei an. Ja? Oh, ich bin ja fast down. Sag doch was. Oh Gott. Oh, ich auch. Zurück. Oh, das hat schon geblinkt. Schnell rein. Ich muss Abstand. Lauf. Muss warten, bis mein Gottchen. Das war aber sehr knapp gerade. Ja, bei mir auch. Dieser Archer, wir müssen den jetzt. Warte, ich habe keine Energie.
Archer ist aber schon tot. Oben ist, glaube ich, noch einer. Oh, ein neuer Wams. Defense plus 10. Ja, jetzt geht's los. Ja, toll. Wenn das Ding jetzt noch Sockel hätte, ne? Dann wäre ja fantastisch, wäre das. Au! Oh, was ist... Oh, Minja ist weg da von da unten. Ja, oh ja, Bogen. Bogenschützen. Okay, lass mal rüber, ganz kurz. Oh. Lass mal ein bisschen Energie. Jolle, bleib mal ganz rechts. Bleib mal ganz rechts, komm her. Was? Über lange Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir aus dem rauskommen oder auch nicht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.